ノル様人形。グリモワールやビエンフーに似ていますが、何かが違いますね。ああ、ビエンフーたちは若干ダークな雰囲気だが、ノル様は落ち着いた華やかさがあるよな。それをはんなりと言うんじゃよ。それがはんなり。はんなりというよりはまったりというか、ぼんやりした何考えてるかわからない顔でふよ。僕の方が千倍可愛いでふよに。どこが、顔隠してるあんたは怪しいだけでしょ。ビエン。それにしても微妙な人形ですね。愛嬌はあるのに、私の心の声が心を許してはいけないと警告しています。そうかな。なんか赤ちゃんみたいで素直に可愛いと僕は思うけど。これが赤ちゃん。妹もこの人形と同じくらい小さかった。おもちゃみたいに小さな手で、一生懸命あいつは俺の小指を握っていた。握られたままの小指をそっと動かして、頬をつついてやったら笑ったんだ。その笑顔を何があっても守ろうと誓った。だがあいつが俺に飯を作ってくれるほど成長した頃、妙なことばかり起こるようになった。ゴーマに襲われたり、ドラゴンに囚われそうになったり、妹ばかり危ない目にあった。そして初めて俺は気づいたんだ。妹を傷つけた原因が俺の加護、死神の力だということに。それであなたは妹を置いて旅に出たのですね。呪いを解く方法を見つけるために。ああ、そしてアイフリードと出会った。ノル様人形の噂もアイフリードから聞いた。そんなものに意味はないと奴は笑っていたがな。集めてみなきゃわからないよ、うん、僕はきっといいことがあると思う。なぜ。アイゼンが自分のこと話してくれて嬉しかった。それはこの人形のおかげだから。だから残り3つも絶対に見つけようよ。そうだな。Oh mein Gott, Eisen, du bist so süß, wenn es um Edna geht. Holy moly! Oh, das ist so niedlich, ey. Aber ja, jetzt so das, damit habe ich jetzt auf jeden Fall, sowieso schon davor, meine Erklärung ja gekriegt, warum wir Edna in diesem Spiel leider nicht zu Gesicht kriegen, because of Eisens Fluch. Das ist wirklich ein bisschen traurig, aber oh, das ist süß, was er da so alles erzählt hat, ne? Ich bin auch voll froh, dass er etwas über seine Vergangenheit erzählt. Also es ist nicht nur der Teil mit, dass er auf der Suche war, um diesen Sensenfluch zu brechen. Because I hate it so much. And Fleischkäse. So. Okay, damit hätten wir die linke Seite jetzt abgeschlossen. Kann ich überhaupt durch diese Tür da? Könnte ich, aber ich weiß nicht, aber mein Gefühl sagt mir, ich sollte es nicht tun. Noch nicht, solange ich nicht die rechte Seite durchgesehen habe. Wir werden in diesem Tempel wahrscheinlich noch viel zu tun haben. So. Also los, du Schuft. Zeig mir, was für ein wahrer Schuft du bist. Eines von tausend anderen Schuftis. So. Und das war's. Oh Gott, ey. Wieder diese Angst her, dass wieder so ein fataler Gegner kommen könnte. Das zaubert mein lächelndes Gesicht einfach wieder hier zu so einem traurigen Alpaka. Können Alpakas traurig werden? Ich weiß es nicht. Also, ja, so, ja, natürlich, ich denke schon, aber ich meine ich meine, kann man sehen, dass sie traurig werden. Meine Güte, ich habe jetzt selbst keine Ahnung mehr, was ich eigentlich brabble. So. Aber das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger random Sache. So, wir gehen jetzt nach rechts. Um weitere Cutscenen abstauben zu können. Ich weiß, dass dieses Item sowieso überflüssig ist und sowieso eins von tausenden ist.
Oh Gott, ey. Bin mal gespannt, ob wir wirklich 310 zusammenkriegen, weil wir haben ja eigentlich schon fast die Hälfte für die Truhe erreicht. Die hat ja 320 gekostet. Also dann, burn, baby! I'm gonna make it. Oh, stop! So, da geht es auch noch unten. Und sogar da gibt es einen Gang. Den würde ich gerne betreten. Oh, ja! Geobot! So, und damit können wir jetzt eigentlich den Tempel richtig durchrushen, wenn wir wollen. Könnten. Könnten. Immer noch. So, Läuferglück. Läuferglück, Läuferglück. Das hört sich doch nach einem hübschen Stiefel wie Elinor an. Was haben wir hier? Schnelle Schritte. Erstmal kostümistische Art. Nee, vielleicht wenn ich das Ding aufwerte, dann ja, aber jetzt nicht. Ich möchte nicht, dass ich die Werte dadurch beeinträchtige. Die Tür wird von einer unbekannten Macht versiegt. Ach, willst du mich eigentlich verarschen? Das ist alles eure Schuld, ihr kleinen Schufte. Schuftis, Schufte. Was ist der Plural eines Schufts? Schufte? Schuften? Nein, Schuft ist... Oh, Verb. Please explain to me. Ich habe echt gerade keinen Plan. Weißt du, wisst ihr, und in so einer Situation hätte ich eigentlich wieder streamen müssen. Hätte ich es wirklich tun müssen. Ach, aber da bin ich wohl selber schuld. Oh Gott. Oh Gott, nein, nimm hier mein Feuer. Okay, dann halt nicht. Nimm es jetzt. Oh Gott, das zieht aber verdammt viel ab. Das zieht wirklich verdammt viel ab. Sollte ich vielleicht öfters einsetzen, wenn ich im Defense-Mode bin. Ich meine, ich habe das ja nicht umsonst in diese eine Abkürzungstaste da gelegt. Oh, perfekt. Gut, dass ihr gerade zusammensteht. Und jetzt wird es halt wieder für die tödlichste Seelenbrechaktion des Jahrhunderts. Oh Gott. So. Ah ja, ich bin wirklich zurzeit mit Velvet's Moveset hier zufrieden. Ich bin froh, das so umgestellt zu haben. Oh Gott, stirb doch. Danke. Und das war's, oder? Was? Das sind ja noch mehr. Oh Gott, ey. Was bist du eigentlich? Ein wandelnder Geist. Schade, ich hatte jetzt irgendwie mit so einer speziellen Betitlung hier gerechnet. Hey, Elinor kriegt ja gleich schon wieder ein Level-Up. Gut, dass wir hier grinden. Aber ich habe sie nicht mal in die Front gelegt, oder? Nee. Weil normalerweise, wenn man die Charaktere da hinten legt, kriegen sie etwas weniger als das, was die Gruppe hier eigentlich kriegt. Also die vier da vorne. Da gehen wir jetzt nicht hin. Ich möchte gerne noch die hintere Seite durchkunden. Durchkunden? Kann man das so sagen? Manchmal zweifle ich einfach auch sehr, sehr an meine eigenen Deutschkenntnisse. Ich meine, viele von euch wissen ja inzwischen, dass ich nicht der Talentierteste in der deutschen Sprache bin. But I'm still learning. Von daher. Aber ja, ich denke, es gibt wirklich so Momente, da könnte man sich wirklich einen Facepalm geben, wenn man sich hier wirklich so meine Grammatik anhört. Kann ich auch nicht verübeln. Da würde ich sogar selber manchmal einfach an Elch rauskotzen. Okay. Sollte ja auf jeden Fall öftere Feuerartes einspammen. So. Und take this combo. And this combo. Und das hier. So. Ich könnte theoretisch gesehen eigentlich. Okay, nein, ich behalte noch meine Mystic Arts. Das kann ich gerne für einen anderen Gegner einsetzen. Aber jetzt, wenn ich das schon wieder so easy durchgeladen kriege, dann kann ich das ja eigentlich auch verschnellern. Haben wir da hinten was? Ja, das ist immer noch die versperrte Tür, oder? Das ist doch die gleiche Tür, ne? Ja, oder? Hö? I don't get it. Naja, dann schauen wir mal nach, was wir da hinten haben. Auf jeden Fall die gewünschten Katzenseelen, die wir sonst nirgendwo finden könnten. Bis auf die am Eingang, aber die hole ich gleich, wenn wir wieder zurückgehen, ey. Oh?
Perfekt. Na, wenigstens nehmen die mir manchmal echt die Arbeit ab, was das Zusammenführen von Gegnern angeht. Da spare ich mir wohl heute wieder meine Verkupplungsaktion zwischen einem Nachtfalter und einem Nachtfalter und einer Silberrüstung. Was wird ein Dreier hier? Please do not do that. Okay, Rüstung, verschwinde mal bitte. Ich find's manchmal echt geil, wie anfällig so Gegner sind, wenn es um physische Angriffe geht und wenn man das mit einer Mystic Art kombinieren wird. Kombiniert meine ich. So, und weg mit euch. Please die. So. Okay, was haben wir jetzt? Ein Level Up. So, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ja, das war, glaube ich, alles an sich, was man hier überprüfen kann. Na, die Katzseelen. Die Katzseelen. Wir haben schon eigentlich gleich 200. Vielleicht kann ich ja echt gleich noch zurückgehen und die eine Truhe öffnen. Aber trotzdem haben wir noch Lücken zu beseitigen. So, das bedeutet, wir gehen mal auf der rechten Seite dieser Tür, weil da gehe ich mal auch davon aus, dass da eine Fackel darauf wartet, angezündet zu werden. Oh mein Gott! Kommt mal bitte zusammen hier. Finde ich gerade sehr gut, dass ihr da steht. So. So. Und jetzt werdet ihr auch gegessen. Oh Gott, ey, Live-Sets. Also ganz ehrlich, ne, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal zusehen, Live-Sets öfters dabei zu halten. Wobei, Magilus Arzis werden eigentlich auch wirklich umso besser. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass sie eine Art einsetzt, muss ich mich einfach an Lailas Artis ändern. Weil die meisten Artis sind einfach so Feuerartis, die sie da rausspammen. Mit Ausnahme jetzt des einen Wasserartis da oder, was kann sie noch einsetzen? Was kann sie eigentlich noch einsetzen? Das überprüfe ich mal schnell. Magilo, was kannst du eigentlich noch? Das muss ich gerade echt mal überprüfen. Sie kann. Die Wassermine, die Feuermine. Letzte Umarmung nimmt einen Gegner in die Eisfalle. Ach so, ja, diese Eiszapfenattacke da. I remember. Da drin ist noch eins. Aber da komme ich nicht ran. Oder da komme ich doch nicht ran. Das war ja doch die eine Tür. Das war noch irgendwie diese eine Random-Tür da, da links. Da kam ich doch nicht ran, oder? Nee, niemals. Da komme ich nicht ran. Bord verschwinde nicht. Oh Gott, ey. Wo muss ich denn bitte noch eine Fackel suchen? Oh, ich glaube, ich kann mir denken, wo die ist. Vielleicht hätte ich doch bei dieser einen Tür dahin gehen müssen. Das werden wir gleich herausfinden. Oder war da gerade eine? Nee. Bin ich schon wieder blind geworden. Okay. Dann gehen wir wieder zurück und halten nach der einen Fackelstelle Ausschau. Hier ist auch nichts. Nein, Geist, geh weg. Da oben war eigentlich auch nichts. Okay, das heißt, es müsste wirklich bei dieser mittleren Tür da oben sein. Ach, dieses Geobot macht mich immer wieder glücklich. Oh, die Expedition ist zurück. Was habt ihr heute entdeckt? Nichts. Zumindest nichts, was mich angesprochen hat. So, dann schauen wir mal nach. Durch diese Tür können wir angeblich gehen, oder? Ja. What? Das sieht nach einer Cutscene aus. Sind sie alle Exorzisten? Manche von ihnen sahen wie Händler aus. Hinter diesen Ruinen liegt... Ach, das heißt, wir können da nicht hin. LOL. Aber wo ist die eine Fackelstelle? Kann doch nicht sein, dass ich da was übersehen habe. Ach, gehen wir halt wieder zurück und schauen dann nochmal genauer nach. Am Ende möchte mir dieses Spiel dann auch noch mitteilen, dass wir sogar durch Gitter gehen können. Was ich stark bezweifle, aber man kann es ja mal versuchen.
Nee, aber ich finde, bis jetzt würde ich nichts. Das da vorne haben wir schon freigegeben. Und da vorne können wir nicht rein, ne? Ja. So, und jetzt tell me, wie komme ich da bitte durch? Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ich was auf der linken Seite befinde, weil da war ich schon. Oh, guck mir einfach nochmal nach. Jetzt hängen wir da natürlich schon wieder in der Ruine fest. Ah. Ich blind Fisch. Ja, ich glaube, jetzt haben sich die Gitter entfernt. Ich habe da so ein Geräusch gehört, oder? Kann ich jetzt da rein? Ah. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Oh, und ich dachte gerade schon, hö. Ich will jetzt nicht irgendwo stecken bleiben. Komm mal bitte her. Muss euch Schufte mal wieder eine Lektion erteilen. Okay. Und noch einmal. So. Es ist ein bisschen kacke, dass ich das zweimal eingesetzt habe. Aber dafür habe ich wieder einen Haufen ausgeschaltet. Please do not do that. Was auch immer du davor hattest. Und noch diese schöne Feuerattacke. Gott. Oh Gott, geh weg. Du gehst auch weg. Und du. Oder auch nicht. Oder doch. Ja, ich habe ihn noch erwischt. Nein! Hört auf! Nicht nochmal der Lindwurm! Es ist der Lindwurm. Hä? Hä? Warum noch eine Stufe? Jedes Mal was? Leute, der sieht nicht schaffbar aus. Da muss ich einen Abgang machen. Sorry. Geh weg. Fucking hell. Bye bye. Ne, also den einen, den konnte ich schon besiegen. Aber wenn der nochmal hierher kommt, heißt das bestimmt, dass das Stufe 2 ist. Und ich bin bestimmt mit diesem Level nicht bereit für eine zweite Stufe. Auch wenn ich wahrscheinlich gerade wie im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die dieses Spiel gerade Let's Play, ein bisschen vom Level hoch bin. Bin ich trotzdem nicht zufrieden mit der Zahl. なんだ、お前たちは。 Alter, die Dual Bladers. Oh Gott. Das sind belastend. Und welches Level seid ihr? Ihr seid doch jetzt ein bisschen enttäuschend hier. Aber gut, dass ich wieder diese Technik wieder einsetzen kann. Okay, ich muss doch eher mal die Geister da ausschalten. Die nerven mich gerade doch sehr. Besonders wegen dieser Windarte. So. Und hinfort mit dir. Oh, Rokuro. Ah, er trifft sogar zwei. Perfekt. Ich liebe es jedes Mal, wenn er beim ersten Hieb wirklich sehr viele Leute trifft. Okay, geh mal bitte weg, Rüstungsboy. Du nervst mich auch gerade ein bisschen. So, jetzt ist nur noch Zeit für die Dual Blader, aber nicht zu Magie. Ich darf dieses Klotz am Bein nur nerven. Okay, und weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, trotz der enttäuschenden XP-Zahl haben wir es doch wenigstens geschafft, dass ein weiterer Charakter sein Level abkriegt. So, gibt's jetzt eine Cutscene? Oder auch nicht. Ach so. Das verstehe ich jetzt auch gerade ein bisschen nicht, bezogen auf diese Wahrheit. Aber wir werden das ja gleich herausfinden. Vor allem der Weg deutet eigentlich auch voll total darauf hin, dass wir bald da sind. Vielleicht ist dieser Tempel doch harmloser als der davor. Vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen zu pessimistisch. Weil ihr müsst ja wissen, halt Wassertempel gleich, ein böser Ort.
Und das ist halt so gut wie Klischee wie bei jedem anderen Spiel. Especially Ocarina of Time, wenn es um Wassertempel geht. Wobei ich eigentlich sagen muss, dass der Wassertempel in Cesteria mich eigentlich auch ziemlich genervt hat. Ja. Ach, Wassertempeln. Wie sehr ich die doch hasse. So, und du gehst jetzt auch weg. Ich verliere auch echt wieder zu viele HPs. Ich muss euch nur essen, dann kriege ich wieder genug HPs. Gib her. Danke. Ja, ich denke, jetzt mit dieser Zahl bin ich zufrieden. Oh Gott, aber mit euch bin ich nicht zufrieden. Besonders, weil ich nicht wollte, dass einer von denen Gravity einsetzt. Einer von denen hat doch jetzt gerade Gravity auf mich eingesetzt, oder? Das hat so ausgesehen. So, der nächste Level-Up. Jetzt kommen wir doch langsam ein Stück näher. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch Rods to Level 50 hin. Vielleicht. Und, gut, dass ich das hier gerade gesehen habe. So, wo hat es denn noch ein paar Fackelstellen? Also diese Rüstungsleute. Kann man da eigentlich drei zusammentun? Das wäre auch so gut. Das war auch mal so gut zu wissen. Oh Gott. Das war jetzt eigentlich ein Fehler, was ich gemacht habe. Und jetzt kriege ich plötzlich auch die ganze Zeit die zweite Mystica da reingeklatscht. Und das häufiger als beim ersten Mal. Vielleicht sollte ich sie echt immer erst dann einsetzen, wenn ich mehrere Gegner auf einmal treffe. Weil dann werden ja die Treffer schneller zusammengezählt. Ich könnte Heilung gebrauchen. Die gebe ich mir jetzt auch sogar selber, weil ich lieb zu mir bin. Ich hasse gerade alles und jeden. Please heal me. I need healing. I need healing. I need healing. Revive me. Oh Gott, ey. Das war gerade ein bisschen kacke von mir. Kaum zu glauben, dass ich mal als Velvet hier sterbe. Aber so richtig peinlich natürlich. Das bedeutet, ich sollte mal meinen Seelenbrecher eigentlich nicht so leichtsinnig umgehen. Naja, egal. Da sieht man, was ich davon habe. Vor allem, wir sind eigentlich doch da, ne? Dieser Weg deutet irgendwie dann schon auf so einen langschmalen Pfad hin, wenn wir die Tür geöffnet haben. Kann mir nur recht sein. So. Dann wird es jetzt halt ein paar Nachtfalter zu besiegen. Gefolgt von dem einen Geister. So. Geht bitte weg. Especially dieser Geist. Ach, und jetzt können wir noch ein paar Nachtfalter hier hinterher aufräumen. Geht weg! Perfekt. Oh, plötzlich, na, trotz meiner Aussage, dass ich nicht leichtsinnig mit meinem Seelenbrecher umgehen soll, gehe ich immer noch leichtsinnig damit um. Weil ich möchte das hier einfach nur alles durchgefarmt haben. So. Ja. Okay, wir haben die Tür offen, aber ich würde doch gerne die Seelen da einsammeln. Und mit dem Bot jetzt einfach da durchschlittern. Wir haben nichts gesehen, wir brauchen hier auch nichts weiter zu sehen. Die wichtigsten Puzzleteile des gesamten Spiels sind zusammengesetzt worden. So, Tails-Münzen liegen aber auch irgendwie in letzter Zeit häufig verteilt rum. Ja, doch, das scheint jetzt langsam zu so einem Schlusspunkt. Wir scheinen langsam bei so einem Schlusspunkt gelandet zu sein. Und ja, warum musstest du gerade jetzt verschwinden, Kackgeist? Also die Geister in der Overworld kacken mich manchmal auch richtig ab. Nein! Oh Gott! Rokuro! Save me! Ich esse dich einfach auf, wenn es sein muss. Oh Gott, die Heilung. Hätte ich gerade gekriegt, oder? Habe ich sie gekriegt? Nein. Magilo, warum warst du so langsam? Hätte ich gerade echt gut gebrauchen können. So, aber das sieht ja jetzt langsam so aus, als hätten wir das Ziel erreicht. Auch wenn es mich gerade wundert, dass wir keinen Speicherstand hier finden. Aber was wir finden... Ah doch, da ist ja eines.
Ach so, ja stimmt, das müssen wir erstmal immer wieder finden, bevor wir eigentlich das auf der Karte sehen. So, haben wir noch eine Talesmünze? Nein, aber ein Klumpen, den wir scheinbar nicht so häufig besitzen. Okay, die Frage ist jetzt... Wo ist die Fackelstelle? Ich komme da nicht durch, ne? Das heißt, ich muss was übersehen haben. Oder möchtest... Ah, da ist eines. Ah, ihr wollt mir doch nicht ernsthaft sagen, dass die da irgendwo random rum... Ja, Tatsache. Nicht schlecht, ne? Und dann dachte ich gerade so, ich kann das Spiel nicht beenden. So, aber hier sieht es jetzt langsam nach einem geeigneten Speicherplatz für uns aus. Das bedeutet hier, nehmen wir natürlich wieder die älteste File und überschreiben sie. So, also, was haben wir da hinten? Kräuter. Perfekt. Und da ist noch eine Truhe. Die nehme ich natürlich mit Freude an. Oder ja. Ja. So, und hier ein paar weitere Talesmünzen. Diese Talesmünzen. Ich würde mal gerne, bevor wir gleich reingehen, mal sehen, wie viele von diesen Münzen haben wir... Ach so, das sind Add-ons. Lol. Wie viele von diesen Talesmünzen wir eigentlich haben? Kann man das irgendwo sehen? Nein. Das ist ja echt beschiss. Wir sind hier. Wir sind da. Endlich da. Und wir haben sogar echt gleich genug Seelen. Heilige Scheiße. Aber nicht genug. Ist da jemand? Da steht wahrscheinlich jemand. Du kannst mit mir reden. Ich sehe da jemanden. Oh Gott, das ist jetzt gefährlich, was wir da machen, ne? Ja, das ist gefährlich. Egal, fuck off. Wir sind hier, um dich zu... befreien? Nun, würde ich jetzt sagen, wenn wir dich befreit hätten, aber... Anscheinend gibt es hier noch mehr Fackelstellen. Und da hinten wahrscheinlich auch. So, die ist jetzt offen. Also da, wir sind gekommen, um dich zu retten. Kekkai, Kuma des! 3度目 の 正直 だな. メディサネ? ええ、そうよ。 あなたたちは? あんたと同じく聖霊を、 同志アルトリウスを恨む者よ。 安心してください。 私たちはあなたを助けに来たんです。 助かりませんよ。 え? 諦めないでください。 私は! いいえ、助からないのは、 あなたたちです。 同志アルトリウス様の理想を、 聖霊の断りを汚す者たちは、 私が殺します。 Und so wird zu einer Medisa eine Medusa. Ha. Ha. Du dumme kleine Bitch. Und jetzt muss ich hier mit solchen Level 13er Schlangen anlegen. Das hat mich nicht wirklich zufriedengestellt. あの蛇女が召喚してやがる。本体を叩かねば、拉致が開かんぞ。その左手。そう。あなたが噂の。なぜです、メディサ。あなたは聖霊に無理やりクーマにされたのではないのですか。違うわ。私は自らの意志でクーマになったのよ。 あなたの娘さんはコーマになって対魔師に! それで、聖霊を恨んでいるんじゃ! ええ、恨んでいるわ。 人間の汚れがゴーマを生んでしまうこの世界を。 あなた、汚れのことを! 対魔師様が教えてくれたわ。 ディアナがゴーマになったのは、あの子が汚れを発したせいだって。 だったら、 私は汚れを食らうクーマになる。二度とディアナのような悲劇が起きないように。
どんな醜い姿になろうが構わない。カノニス様を復活させ、この悲惨な世界を変えるのよ。ああそう、なら強引にさらうまでよ。Jetzt müsst ihr gegen Medisa und ein paar Steingolem kämpfen. Also ich bin dafür, ihr geht alle auf die Steingolems und ich verprügel sie. Okay, komm her, Bitch. Oder Liveset, mach sie fertig. Ich zähle auf deine Kampftechnik. Ich helfe mal den anderen da hinten aus, ey. Ich brauche dann wirklich Hilfe hier vorne. So. Oh, nimm das. Aber den da hinten kriegt ihr jetzt doch hoffentlich down. Weil dann habe ich, sonst würde ich kein Vertrauen mehr in euch. Okay. Wir kriegen dich down. Nein. Was auch immer du tust, geh weg. Don't do that ever again. Wo ist sie? Da ist sie. Ich kann sagen, wo zum Teufel ist sie hingegangen? Und das war's jetzt. Aber leider nicht für die zweite Mystikart. Aber das sollte eigentlich hoffentlich mehr als genug abziehen. Bitte? Dann halt natürlich nicht hier. Oh, willst du mich verarschen? Hör auf, die Schlangen zu beschwören. Langsam fuckst du mich auch wirklich ab hier. Und sie ist down. Lässt nur noch diese kleinen Zwergenschlangen besiegen. Koko Madeo. Saika no Kenshu me. Saika no Kenshu? Saiyaku no Jidai o Motarasu. Mao no Nayo. Yokubou no Mama ni Yo o Midashi. Konran to Saiyaku o Makichirashite Kaeri Minai. Kegare no Katamari.始末に追えぬ人の業を体現したお前のような悪のことだ。ゴーマ、クーマ、サイカの剣士、好きに呼んでくれるわね。でも私が魔王だって言うなら、あんたは魔王に利用される、それだけよ。させない。あの子は私のせいで、だから私は死ぬまで戦わなきゃいけないのよ。やめて、邪魔をするな。嫌だ、もうお母さんが死ぬのなんて見たくない。モアナもエレノアもお母さんが死んじゃった。それってすごく悲しいことなんだ。モアナ、清涼に無理やりクーマにされた少女です。娘を助けようとしたモアナの母親は、お腹を空かせたあの子に自分を差し出して。モアナはずっと泣いてるんだ。お母さんに会いたいって。だからお母さんが死んだら、ティアナだってきっと悲しむよ。ティアナ、お母さんは私がいらないんだね。新しいお父さんの方が好きなんだ。違う、私はあなたのために。でもあなたは自分が邪魔者だと悩んで、汚れ傲慢になってしまった。私のせいで、ごめんね、ごめんなさい。メディさん大丈夫、気絶しただけだ。このまま連れて帰るわよ。念のため拘束術をかけておく。どうやら清涼はメディサの後悔を利用したようじゃな。クーマとして自分たちに従うように。そんな、残酷すぎます。じゃが、理にはかなっておる。そうですね。断りに反しているのは私の方です。
ここからメリサを連れ出せばヘラビーサがどうなるかわからない。なのに私は自分のこだわりのためにそれをしようとしている。メリサ本人の決意まで打ち砕いて。断りで言うなら汚れる人間個人が悪いのよ。あんたが責任を感じることじゃないわ。だとしても私は目をそらしたくありません。自分が選んだ道の先にある現実から、それが断りに反する私のせめてもの義務です。本当に面倒ね、あんたもこの女も。ごちゃごちゃ考えないで、悪事は全部最下の剣手のせいにでもしとけばいいのよ。ベルベット、別に気を使ったわけじゃない。私は気にしないってことよ。道の先に何があろうとね。